Meine Damen und Herren, wir haben dann heute etwas vor, was wir sonst nicht tun, eine reine Unterhaltungssendung. Wir wollen Sie also, indem wir uns unterhalten, Sie unterhalten, ist ein bisschen kompliziert, aber man muss solche schönen Sätze drauf haben, man ist ja gebildet. Und da habe ich das auch, wir haben heute keine große Treppe, nur diese kleine, wir haben kein Ballett dabei, wir haben Silhouetten von Unterhaltungskünstlern, ich denke nur an Goethe und Recknagel, alle, die für die Unterhaltung gesorgt haben, Quermann ist auch dabei und alle sind sie da, nicht? Und wir wollen sie da ein wenig auch unterhalten und wir wollen auch etwas über unsere Erfahrungen in den fast 30 Jahren weitergeben. Guten Abend erstmal, sitzen Sie gut, ja, so, ja. Über 30 Jahre Unterhaltungskunst ist ja auch sehr wichtig und die Erfahrung, ohne Erfahrung kann man heute nicht leben. Wer ohne Erfahrung leben wollte, das wäre das Gleiche, als wenn man einen erfolgreichen Trainer nur deswegen ablösen wollte, weil er allerfeinsten Bedürfnissen nicht genügt und Latein nicht beherrscht, während der neue Trainer bald mit seinem Latein am Ende ist. Also das kann man, das sind also rein zufällig auftretende Ähnlichkeiten, also nicht beabsichtigt. So, also, Sie haben mal eine hübsche Krawatte. Von uns, ja? Ja, also so, liebe Gäste, also herzlich willkommen und vielen Dank auch unseren Freunden der Herkuleskeule, die ja also unsere Gastgeber sind. Ich bin selber hier in der Herkuleskeule, doch, ich mache mit euch zusammen. Ich gastiere, heißt das, ich gastiere. Aber nur arbeitsrechtlich. Ja, ja, arbeitsrechtlich, passt gleich auf, der Direktor, ich gastiere hier in der Herkuleskeule. Für wenig Geld, aber mit viel Freude. Und, ja, und das ist hier unser Direktor, der Direktor des Hauses, er ist auch Stadtverordneter. Bleib sitzen, dich doch, bleib sitzen. Das für, Direktor bist du des Hauses, das ist ja klar, und Stadtverordneter seit, wie, seit? 61. Seit 1961 Stadtverordneter, Sie sehen also, die Unterhaltungskunst hat überall doch Anerkennung. Er hat sogar in unserem Nachtprogramm, das finde ich ganz toll, wer lacht es nicht allein zum Schlafen, da steppt er. Er hat in seinem hohen, also er hat jetzt noch angefangen, er hat jetzt noch angefangen zu steppen und er steppt, unser Direktor steppt, er ist der einzige Direktor im sozialistischen Lager, der es sich erlauben kann, mit den Füßen nach unten zu treten und dafür noch Applaus bekommen. Also recht vielen Dank. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl heute Abend. Ihr fühlt euch wohl. Vielen Dank fürs Mitmachen. Also Manfred Schubert, das war unsere ganzen Kollegen, wir sehen uns ja immer wieder. Das soll keine Drohung sein. So, meine Damen und Herren, aber nun haben wir uns einen Gast eingeladen, einen Gast, der viele Verdienste hat um die Entwicklung der Unterhaltungskunst. Und wir tun etwas, was es doch nie gegeben hat. Sie brauchen nicht wegzugucken, wir wollen richtig Freunde. Das ist ja auch typisch, deswegen haben wir auch mehrere Spielflächen hier im Hause. Weil wir doch wissen, dass ein Publikum, wenn man es direkt anspricht, bei uns immer erst wegguckt. Und deswegen haben wir mal oben, mal unten, dadurch kann jeder mal weggucken und jeder mal hingucken. Also das haben wir extra so gemacht, als Service sozusagen. Ja, aber ich wollte sagen, wir haben etwas ganz Neues gemacht. Ich glaube, das ist einmalig in der Welt und in der DR, das ist ja das Gleiche. Und wir wollen Ihnen jetzt einen Gast vorstellen, aber Sie sollen ihn erraten. Ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Und den Lacher habe ich nicht gerechnet und da bitten wir Sie, ihn zu erraten. Ich sage nur ein paar Sachen zu den Personalien, kann man sagen. Zur Person ist besser, zur Person. Es ist eine Frau, eine Dame weiblichen Geschlechts, das ist also eindeutig. Und sie parodiert Kinderstimmen, hat auch andere große Vorzüge, hat viel Herz, sehr viel Humor. Und mit einem Wort, es ist ein Staatsweib sozusagen. Weiß jemand, wen ich meine? Ja, sagen Sie es ruhig laut. Staat, Sie haben es erraten. Wie kommen Sie auf Hahnemann? Also Staat, die kommt auch noch zu unserer Sendung. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben mein Glückwunsch. Sie bekommen nachher ein schönes, großes Anerkennungsgeschenk. Unser Redakteur wird in die Hände drücken. Dann, also, das haben wir extra so eingemacht. Nur eins kann sie nicht, singen kann sie nicht, sagt man mir. Plötzlich wie verloren. Wer bin denn ich? Ein Clown oder nicht? Hier stehe ich und weiß es nicht. Oh, Charlie Chaplin, sei mir nicht böse und lass die Stadt doch neben dir bestehen. Oh, Charlie Chaplin, du bist der Größte. Wer von dir lernt, der kann nicht untergehen. Oh, Charlie Chaplin, denn auch die Kleinen gib du dir Bestes, damit man lacht. Oh, Charlie Chaplin, mit unseren Späßen, da haben wir viel Freude gebracht. Ja.
Sieht es doch nicht so einfach zu sehen, nicht? Ja, du hast also doch gesungen, obwohl du sagst, du könntest das nicht, aber du bist ja dann nicht die einzige Sängerin. Ja, vielleicht etwas zu deiner Person. Darf ich das sagen? Möchtest du das sagen? Wie du willst, sage ich das, ja? Wie du weißt. Wir haben ja, alles weiß ich ja nicht, das ist vielleicht gar kein Nachteil. Also das ist Leni Staats. Sie kommt aus Saalfeld, ist 17 Jahre alt und du machst Kinderstimmen, du konferierst, du singst, wie wir jetzt gesehen haben, sogar Playback, hervorragend. Einen Satz habe ich weggelassen. Einen Satz hast du weggelassen, ja, denn einen Satz zu finden war für dich immer schon schwer. Ja, und du bist Kunstpreisträgerin der Stadt, des Bezirks Gera. Und besitzt auch die Goldmedaille am Interpretenwettbewerb. Aber nicht auf die Kinderstimmen, sondern für die Doppelkonferenz, nicht? Naja, darüber sprechen wir nachher, aber als Künstlerin hast du bekommen. Ja, ja. Man kann, muss ja nicht unbedingt das so auseinanderhalten, das gehört ja alles zusammen. Ja, ja. Und du hast rein zufällig, wie ich dich kenne, die Goldmedaille mit. Wir zeigen zum ersten Mal im Fernsehen eine Goldmedaille. Hier, ach, da ist sie, wer hätte denn das tatsächlich? Also können wir mal die so Kamera, haben wir diese drei, haben wir das? So sieht die Vorderseite aus und so die Rückseite. Ich weiß was, so, jetzt haben wir erst mal, ich zeige mal. So. So. Du hast gleich die Rückseite gefunden. Ja, liebe Leni, erstmal vielen Dank, dass du hier bei uns bist. Na, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, ich darf, ich weiß nichts so zu sagen. Also, und wir werden uns anschließend unterhalten, aber vorher bist du so freundlich, unterhältst uns mit einem kleinen Ausschnitt aus deinem Repertoire. Ich darf dich dann, ich muss mal hinter, darf ich dich dann hier hinstellen, du sollst ungefähr hier stehen, damit du richtig im Rahmen bist. Wir haben da extra einen Rahmen und sogar den Finger dahinter. Also, meine Damen und Herren, Leni Staats. Danke. Da bin ich als Gast in Verlegenheit. Ich habe kein Geschenk mitgebracht. Nicht? An sich ist das ja so üblich. Aber es ist auch schwierig, Geschenke mitzubringen. Große Geschenke kriegst du nicht ins Auto. Und kleine guckt schon lange keiner mehr ein. Man muss ja zur Jugendweihe schon fast ein rasantes Motorrad schenken. Nicht? Sonst erschrickt man die armen Kinder so zur Hochzeit mit dem Polski Fiat. Der Papa hat gesagt, ihr seid wohl verrückt geworden. Immer große Geschenke, wer soll sich da noch freuen können? Ich mache sogar einen Weihnachtsmann selber. Die 5 Mark, die sparen wir auch noch. Wiederholt ja nie wieder. Der war so aufgeregt, der hat sogar die Klingel mitgezittert. Nicht? Der Kleine kam mit die Tür. Wer bist denn du, hä? Ja, ich bin der Weihnachtsmann. Ach, Mami, komm raus. Ich glaube, der Papa ist schon wieder besoffen. Dresden ist eine gastfreundliche Stadt und deshalb kommen auch die Rostocker ein bisschen hierher, nicht? Kennen's die Rostocker? Sie merken, ich wechsle vom Dialekt her die geografische Lage und da sind sie schon ein bisschen mit reingehört. Die Lotte Sabine hat in den Ferien die liebe Omi besucht und kommt ganz aufgeregt zurück. Ach, Omi! Die arme Omi, die hat aber einen fürchterlichen Schnupfen. Ach, sagt Mutti, das ist sicher vom Wetter. Nee, da kommt von die Omi ihre kaputte Brille. Hast du dich da nicht verhört? Nee, bei der Omi auf Toilette ist die Brille ganz kaputt. Und da muss die arme Omi immer aufs blanke Porzellan sitzen. Und nun die Berliner Jörn. Gut, wa? Wie das schon klingt, nicht? Berliner Jörn. Berlin kann das. Die können auch zu ihren Kindern Jörn sagen. Die können überhaupt alles, die Berliner. Wozu haben sie schließlich eine große Die waren ja schneller als Ecke da hinten. Ja, sie haben recht, aber im guten Sinne. Schnauze mit Herz, die ganz kleinen schon. Klein Ingelein soll zu Bett gehen. Die soll, aber das kleine Luda will nicht. Ihre auch nicht? Siehste, wenn das Sandmännchen vorbei ist, nicht? Den gehen sie los. Die Kinder? Die doch nicht. Die Ablenkungsmanöver, nicht? Den kriegen sie Hunger oder so eine Sache. Denen fällt schon was ein. Oder Durst. Durst ist prima. Den kannst du hinziehen bis nach dem Krimi, wenn es sein wird. Ne? Bei Mutter nicht. Die kennt den Laden. Die sagt, raus, waschen. Immer das ohne Waschen. Fülle Wasser. Mutti, kannst du mal heute nicht so Staub wischen?
Also weißt du, nun ist das ja wohl gut, nicht? Raus, gib alle noch ein Küsschen, Oma, Opa, Fräulein. Was? Das Fräulein auch? Ja, warum denn nicht? Die ist doch nett. Magst du die nicht? Ich mag sie schon. Aber die liebe ich nicht. Ich bin ja nicht doof. Die Haut bei Kissen. Was macht die, die Haut? Na, hab sie gesehen. Papa hat sie auch hingeklebt. Unsere Kinder haben viel Fantasie und das ist gut so. Nicht? Fantasie kann man immer gebrauchen. Denken Sie mal, gerade in die Betriebe, nicht? Mit die persönlichen schöpferischen Pläne. Ohne Fantasie kriegt ja keiner was aus Papier, nicht? Oder ein Neuerer ohne Fantasie. Leute, der ist ja gerade erschossen. Aber wie das bei den Kindern damit daneben gehen kann, das mache ich mal vor. Du, wenn ich mal groß bin und mal heirate, ich schaff mal keine gern an. Was? Wieso? Na, meinst du vielleicht, ich will mit dir so viel Ärger haben, wie meine Mutter mit mir? Bist ja doof. Was willst du machen, wenn sie heimlich brütet? Wenn wir sie mitten in Dresden ist, na, wär's schon gar nicht schön, wenn wir die kleinen Sachsen nicht mit Nein tun, Däden. Schön, sie tut so gut, ach, wie das so lieblich ans Ohr plätschert. Und die Monika, das spricht sich hübsch, Monika. Probieren Sie es mal, nur die Küche unter macht es alleine aus. Ja. Ach, und fisch sind die kleinen Sachsen. Wer es bis jetzt noch nicht gewusst hat, der weiß es jetzt ganz genau, der Siegmund Jähn ist ein Sachsen. Und als der in Karl-Marx-Stadt war, zu Besuch, da standen auch die Kleinen an der Straße, also im Kindergarten, mit den Fähnchen und die waren aufgeregt. Aber Kinder sind auch leicht ungeduldig, deshalb hat die Kindergärtnerin die neben ihr stehende Stupsnase angesprochen. Du sag mal, ja du hier, sag mal, kennst du eigentlich den Valery Bykowski und den Siegmund Jähn? Nö. Du kennst die beiden gar nicht? Nö, ne, vielleicht sind die in der kleinen Gruppe. Der Vati hat zum Republikgeburtstag vom Betrieb eine neue Wohnung gekriegt. Wie die sich gefreut haben, kann ich vorstellen, ne? Oh, die wurde ganz aufgereicht. Omi auch, die dort gleich mal gucken. Ah, Omi, Jungs, was löst du? Ganz große Klasse. Mit den Sänden. Ich habe jetzt ganz alleine Zimmer. Die Inge, bloß der Vati hat Pech, da muss immer noch bei der Mutti schlafen. Die Große erst noch, die wird jetzt 12. Jetzt fängt sie an und geniert sich. Warum? Na, weil sich doch äußerlich einiges herausbildet. Und man sieht, das wird tatsächlich ein weibliches Wesen. Da fragt sie doch, schämst du dich etwa? Das musst du doch nicht. Mutti zieht sich ja auch aus, wenn ich dabei bin. Ja, aber bei mir ist so alles noch ein bisschen neuer. Und in diesem Jahr werden wir alle 30 Jahre jung. Junge, Junge, wo die Zeit hingeht. Aber im Kindergarten wird in jedem Jahr Tag der Republik gefeiert. Und im vorigen Jahr muss ganz große Klasse gewesen sein. Da hat nämlich die Monika das gleich noch mit ihr erzählt. Ja. Ja. Mit ihm. Hau schon mal drauf, ne? Wir haben in den Kindergarten, ne? Da haben wir hier den Geburtstag unserer Republik gefeiert, ne? Aber sie könnte sein, um die Kümmen bei zu gereichen. Und jetzt zum Rapport, was? Ja, ja, ja. Darf ich dir vorher ein Glas Wein anbieten? Ja? Das ist eine gute Idee. Du brauchst keine Angst zu haben, der ist dermaßen warm, dir kann nichts passieren. Ja, ja. Oh. Ein bisschen, trink ruhig noch einen Schluck, denn ja, an diesen Tisch kommen wir nicht mehr zurück. Nee. Nun wollte ich dich natürlich auch ein bisschen ausfragen. Tu das. Ich habe das nur gestern beobachtet auf den Proben, auf die Einprobe, die warten heute. Du bist immer fit, du bist immer lustig, du bist immer fröhlich. Und das ist, glaube ich, auch wichtig in unserem Beruf, ganz egal, was da passiert, wie macht man das, dass man immer fit ist. Ja, das liegt an unserem Beruf, finde ich. Wir haben ja immer mit fröhlichen Menschen zu tun, wer hat das schon, nicht? Und da Lachen eine Aktivkraft ist, das weißt du, das kennt sie an dir, nicht? Deswegen
bist du ja auch immer so fit. Und so genauso geht mir's. Naja, das Publikum ist ja nicht immer gleich, das wollen wir nicht. Also so lustig sind die auch nicht immer gleich. Wenn die rauskommen, ich kann mich entsinnen, wenn man ein Publikum eine halbe Stunde vor der Tür stehen lässt, ist es auch nicht gleich so lustig. Also, das sind so Dinge, aber man muss richtig da sein. Und du hast mal gesagt, glaube ich, das ist wie, entschuldige, wenn ich das sage, ich zitiere dich ja, wie ein Zirkuspferd, wenn es Musik hört, dann geht es los. Du machst Kinderstimmen, du hast mich vorhin schon korrigiert, nicht nur Kinderstimmen, darum wollten wir noch... Aber Kinderstimmen doch in erster Linie. Ja. So hast du, glaube ich, angefangen. Mhm. Warum machst du Kinderstimmen? Ja. Was macht dir daran einmal, Freude? Einmal, weil es sich so ergeben hat, weil man feststellte, dass ich Kinderstimmen imitieren kann. Und zweitens, weil ich Kinder sehr mag. Du liebst Kinder. Kinder sind ja das Beste, was wir haben. Nicht? Das weißt du ja selbst, das wird zwei so süße Nasen. Und weil Kinder sehr gut beobachten und ehrlich urteilen. Nicht? Ja. Oh, was? Ich habe drei. Ich finde das so schön, du hast selber durch diesen großen Tourneebetrieb keine Kinder. Nee, das hat mit dem Tourneebetrieb nichts zu tun. Aber ich kenne mich da nicht so aus, dachte, du bist viel unterwegs. Ich wollte eine Brücke bauen, nachher mal. Aber du hast etwas, dir gehören sehr viele Kinder. Oh ja, das muss ich schon sagen. Ja? Wir haben ja neben einem Kindergarten, da haben wir eine Auswahl. Und die Verwandtschaft sind Kinder, Freunde haben Kinder. Und die liefern halt eben mal so eine Sachen, die man dann bühnenfein so recht macht und dann anbietet. Also die Kinder, kann man sagen, liefern dir die Gags. Oh ja, ja, ja. Da kann ich dir etwas sehr Schönes sagen. Im vergangenen Jahr haben wir schon wieder unsere Geburtenquote gesteigert. Oh. Wir sind ja im letzten Jahr, glaube ich, 8.984 Babys mehr, also für dein Repertoire als gesorgt. Aber jetzt mal, wenn man etwas erzählt, das muss ja unten vom Publikum assoziiert werden. Mhm. Sie müssen ja ihre Emotionen haben und es dir dann wieder zurückschicken. Könntest du dir vorstellen, dass man auch mit deinen Kinderstimmen, mit deinen Parodien in einer Gesellschaft ankommen könnte, die dem Kinde gegenüber, vorsichtig ausgedrückt, nicht so freundlich gegenübersteht, also kinderfeindlich ist oder so? Ich glaube, das liegt schon in der Frage, nicht? Denn genauso kinderfeindlich, wie diese Gesellschaft ist, würde sie sicher auch das Repertoire dann aufnehmen. Nicht so freundlich und so mit Wärme und mit Frohsinn, wie wir das bei uns hier haben. Nicht? So, dann kommen wir zum Repertoire. Du bist wie lange im Beruf, das kann man sagen, ja? Über 20 Jahre. Über 20 Jahre, also fast 30. Und obwohl ich so gut geschminkt bin heute. Wieso? Wir fangen alle sehr jung an. Weil wir selten alt werden. Also, das ist aber beiseite. Dein Repertoire, was du vor 20, 30 Jahren erzählt hast, das geht wohl, 20 Jahren, bleiben wir bei 20 Jahren, das geht wohl heute nicht mehr. Nein, das geht nicht mehr. Man muss sich ja genauso mit Zeit mitentwickeln als Unterhaltungskünstler. Ja. Was hältst du von unserem Publikum? Also, ich mag mein Publikum sehr, nicht weil heute ein nettes Publikum da ist. Ich gehe gern raus zu den Menschen und habe es auch sehr gern, wenn sie mich gleich in ihrer Mitte aufnehmen. Und das ist an sich auch immer der Fall. Nicht? Unsere Menschen, die nehmen uns immer gleich so in die Mitte, dass wir dazugehören. Nicht? Und das ist vielleicht auch das, was den Kontakt schnell herstellt. Aber kann es auch sein, Entschuldigung, wenn ich so sage, dass unser Publikum, weil es so sehr tolerant ist und immer fröhlich ist und ein Bedürfnis nach Lachen hat und auch Ansprüche hat, es uns manchmal durch ihre Haltung, durch die Haltung des Publikums uns zu leicht macht und uns dadurch natürlich wieder schwer macht? Ja, das ist schon möglich, aber im Grunde genommen glaube ich doch, dass das Publikum doch auch sehr differenziert, nicht? Ja. Bei verschiedenartigen Leistungen. Das kann man immer feststellen. Schön. Ja, ich glaube, das wollte ich dich fragen. Es gibt noch sehr viele Fragen zum Schaffensproblem. Wie machst du, wenn du den Kindern... Ach so, hier habe ich ja bald vergessen. Aus Erfurt haben wir etwas. Erfurt macht eine sehr schöne Sache. Mhm. Ich habe es mir extra auf den Tisch gelegt, damit ich nicht vergesse. Hätte ich Natascha, hätte ich dran gedacht. Aber wir haben es ja noch rechtzeitig. Erfurt, das Volk, das ist die dritte, ich glaube schon die vierte, die sammeln Kinder. Aber welche Kamera haben wir? Die Handkamera, hier kann ich mal sehen. Die BZ am Abend tut das auch, glaube ich, zweimal haben die schon gehabt. Ein Gruß an Erfurt, nicht nach Erfurt, ein Gruß nach Berlin, an unsere geliebte BZ am Abend, zum nächsten Knospenball. Und sie haben also dort gesammelt und kennst die. Ja. Und da möchte ich dich mal bitten, eins vorzulesen. Das hat mir so gefallen. Mhm. Meine Kinder haben nämlich drüber gelacht. Und das heißt was. Ich meine überhaupt, wenn Kinder lachen, dann nicht, weil es meine Kinder sind. Meine Frau ist ja auch da. Jetzt bringst du mich in Verlegenheit, ich habe die Brille nicht mit. Gib mir deine. Meine? Ich bin ja kurzsichtig. Liest du? Was? Ich habe keine Brille. Habe ich einen Blick. Oi, Herr Schult. Na, jetzt. Oi, wie neu. Dankeschön. Vielen Dank. So haben wir den Bogen. Diesen meinst du, ja? Diesen hier, ja. Soll ich es weghalten? Heiko hatte geschwindelt. Schämst du dich denn gar nicht so zu lügen?
Als ich in deinem Alter war, habe ich nie gelogen, schimpft der Vater. Heiko schlug die Augen nieder. Und wann hast du damit angefangen? Ja. Das soll ich doch sagen. Danke, danke. Wir hatten Anne für sich jetzt mit Applaus gerechnet, aber das ist nicht nötig. Also, nein, nicht doch. Wir sind immer so spontan. Also das war nicht Absicht. Ja, ich habe vorhin über dein Repertoire gesprochen. Repertoire vor 20 Jahren. Und jetzt habe ich eine Überraschung. Du kannst bestätigen, du kennst das noch nicht. Wir haben gewühlt, gegraben, gesucht. Und zwar, die Leinwand steht schon dort, in Lacht der Bär. Eine Sendung, die über 12 Jahre ging. Da muss man Heinz Bärmann heute noch für danken. Eine hervorragende Sendung, die uns lange erfreut hat, auch als es noch nicht so viel Fernseher gab. Und Fernsehzuschauer. Und dort haben wir eine Szene mit dir gefunden. Du warst ja öfter im lachenden Bären und die führen wir dir jetzt mal vor. Halte dich fest, es geht los. Liebe Kollegen der Technik, jetzt muss ich euch das Stichwort geben. Film bitte ab. Hier ist es. Oh, du musst mal runterspringen, guten Abend. Das ist fein, dass ich sie da treffe. In der Zeichenstunde hat Klaus viel mehr Glück. Ach, schaut, mein Kinder, der Klaus hat ja ein Pferd gezeichnet. Das ist wunderschön. Na, du bist aber auch in Schweiß gekommen. Ja, bin ich. Na ja, das ist nicht so schlimm. Eure Vatis, die kommen bei der Arbeit auch mal in Schweiß. Nee, meiner nicht. Deiner auch. Nee, meiner nicht. Der ist in der Verwaltung. Du siehst, also das war ein Gag. Ja. Man muss noch daran erinnern, 1961 war das... Hatte ich noch Beine. Ja, du hast heute auch noch Beine. Nicht mehr ganz so schön, aber... Wenn ich das so sehe, dann denke ich, wir müssen auch eine Kneippkur machen. Ne? Aber den Gag mit der Meinung, der ist ja nicht mehr angebracht. Schon einer, der vorbei ist. Darf ich dich bitten, jetzt mal wieder wir hatten vorhin schon in der ersten Einstellung, die Zuschauer zu Hause werden es gesehen haben, einen leeren Tisch. Da sind jetzt die Herkuleskeule dran. Und jetzt haben wir wieder einen leeren Tisch. Nicht, dass wir also Sorgen hätten um Karten, aber wir haben, darf ich dich bitten, jetzt die Treppe hoch. Und du weißt das wirklich nicht. Ich kann das, wir haben unheimlich gearbeitet, wir haben abgeschirmt. Wir haben Gäste eingeladen. Gäste, die, guck, ich gehe mal hier rüber, ja? Ich steht die Dingens von dem Mikroport. Also das gehört nicht zur Zunahme der Gewicht. Hier. Was heißt hier denn? Mikroport hinten. Die paar Gramm werden wir nicht ausmachen. Also, wir haben jetzt Gäste eingeladen, die du kennst, die dich kennen. Und zwar, also, als du noch gar nicht im Beruf warst. Du hast sie, wie wir hörten, lange nicht mehr gesehen. Und wir sind jetzt gespannt, ob du dich über... Sie kennt sie wirklich nicht, sie sehen es an ihrem Gesicht. Und da begrüßen wir jetzt unsere Gäste, deine Ehrengäste heute, von denen du nicht wusstest. Und dann kommen sie. Ach Gott, ne Mensch! Kommen Sie näher, guten Abend. Guten Abend. Ja. Willi, und die Frau Themen, schlecht eine Ungleichheit. Ja, also jetzt muss ich etwas erklären. Das ist Frau Ingeborg, richtig? Demen. Ja. Sie war mit dir zusammen, ehe du an diesen schönen Beruf dachtest, hattest du einen noch schöneren, noch verantwortungsvolleren. Du warst Schuhverkäuferin. Und das war eine deiner Kolleginnen. Sie ist, vielleicht sagen Sie selbst. Ja, ich war Schuhverkäuferin damals bei Frau Staat, letzter Zeit komme ich als Gast vom Schuhzentrum aus Saalfeld, an der Saale. Hans Sachs. Ja, Hans Sachs. Herzlich willkommen. Und sie haben gemeinsam, du berühre dich doch mal wieder. Hast du noch einmal das? Ich ganz zu flenden. Das macht sich gut auf dem Bildschirm. Du machst nicht.
Das ist ja sowas von herrlich. Das ist Spitzel. Ja. Und das, weil wir in der Sendezeit, ist furchtbar. Ich möchte so gerne, dass wir stundenlang uns unterhalten haben. Wir haben ja nur eine Sendezeit. Jetzt muss ich Ihnen vorstellen, ich brauche dir nicht. Das ist Willy Weidner. Richtig? Er hat vorhin gesagt, wir sind Namensvetter, ist nur ein Druckfehler. Ja. 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 Wobei ich sagen muss, ich komme auch aus Saalfeld, das heißt aus Pisau. Das Pisau, war ja. Saal, Pisau, das Pisau. Ist alles. Also, das ist Willy Weidner. Und Frau Demel hat deine berufliche Entwicklung miterlebt als Schuhfachverkäuferin. Ist das der richtige Ausdruck? Mhm, ja. Ja. Und er hat dich, sagen Sie es mal. Ja, wie soll ich da anfangen? Sie war in dem Laden damals. Es war 45, 46, wenn du dich noch erinnern kannst. Wir waren gerade mit dem Aufbau unseres Orchesters wieder am Gange. Waren nun viele verloren durch den Krieg. Und da brauchten wir nun jede Kraft. Entschuldigung, es war ein Mandolinorchester. Mandolinorchester, ja. Und da hörte ich eines Tages, dass im Schuhgeschäft in der Saalstraße eine Verkäuferin wäre, die wir gut gebrauchen könnten. Ja, nun bin ich einen Tag später runter in den Laden, habe mich da reingestellt. Naja, es waren so allerhand los. Ich habe mich da umgeguckt, ich kannte sie ja nicht. Auf einmal hörte ich so im Hintergrund eine Stimme im Dialekt. Lene, ich weiß nicht, ob ich es genau kann, aber so ähnlich war es. Ach, Freilein, die Schuhe sehen aber Schiene aus. Und die Schienbeine dazu. Ich dachte, Mensch, das könnte sein. Na, nun bin ich zu meinem Musikfreund, der mit dem Vorstand war. Ich sage, Ernst, rauf, guck dir mal den Hempfling an. Das war sie, der Hempfling. Ja, ach, war so klein. Naja, er hat sie angesprochen, sie ist gekommen und dann viele Jahre bei uns mitgewirkt im Orchester als Sprecherin und Ansagerin. Und da ist er dann geblieben und hat sich da die ersten Spuren verdient. Ja, das ist wahr. Ja. Dann danke ich sehr für das Gespräch, vor allem für Ihr Kommen. Wir sind also alles klar, gute Reise gehabt, ja. Und so. Ja, ja. Ich wünsche Ihnen beiden viel Gesundheit. Und ja. Wir sind heute Abend noch ein bisschen zusammen nach der Sendung, wenn ein bisschen die Aufregung sich gelegt hat. Wir haben jetzt noch einen Film, den haben wir nun gedreht, und zwar Zehn einer Ehe. Diese Zehn einer Ehe, das ist nicht von Bergmann, das ist also mehr von uns. Und den bitten wir jetzt mal abzufahren. Kollegen der Technik haben den Film schon wieder auf die Maschine geworfen und sie werden ihn jetzt dort an die Leinwand senden oder schicken oder projizieren, wie Sie wollen. Kaffee, Kaffee. Ja, Kaffee immer mit, ja? Immer? Kaffee mit, ja. Das ist ja wichtig.
Nüchtern nicht so weit. Man weiß ja nicht, man Der hat aber in sich, der Schal. Ja, der ist von Rosa Servo. Ich kann sie in die Liebe geben. Vielen Dank den Kollegen der Technik, vielen Dank unseren Operateuren, die diesen Film gedreht haben. Er kam im Moment nicht so an, aber es lag daran, du hast ihm einen Schal umgemacht. Das war Rot-Weiß Erfurt. Und das ist in Dresden natürlich schwer. Ne? Also, so, wir hatten dort einen Schauspieler, es war kein Schauspieler, sondern wir haben gesagt, 10 einer Ehe. Und so begrüßen wir den Mann von Leni Staats hier heute als unseren Ehrengast. Es ist natürlich Herr Staats. Guten Abend, Herr Staats. Ich muss gestehen, als wir über diesen Film sprachen, hatte ich etwas anderes vor, zu drehen. Es sollte genau umgekehrt sein und ihr habt es nicht gemacht. Das finde ich ganz toll. Ihr habt es deswegen nicht gemacht, weil ihr sagte, das, was Weiting da reingeschrieben hat als Gags, das zeigt nicht unser wirkliches Verhältnis, unsere Liebe über viele Jahre. Ich finde das sehr schön, deswegen ist der Film ganz anders geworden. Das war also praktisch euer Film, so wie ihr ihn euch vorgestellt habt. Und wenn wir die Sendung im nächsten Jahr machen würden, also wenn das nächste Jahr erst der 30. Jahrestag wäre, dann hätten wir auch gleichzeitig den 25. Hochzeitstag der Geschwister, das Ehepaar Staats. Herr Staats hat viele berufliche Ambitionen zurückgestellt, um seiner Frau, kann ich so sagen, zu dienen, kann man es Ihnen sagen? Also, als Dienstleistung. Als Dienstleistung, ja. Als Dienstleistung, denn er fährt den Wagen, du kannst auch fahren, ne? Ja, ich habe damals das Auto gesehen. Also, aber er läuft wieder, habe ich gehört. Ja? Also, er fährt den, was ist so monatlich oder im Jahr die Durchschnittsquote? Ja, wir kommen so auf etwa 45.000 Kilometer im Jahr. Und da muss man durch die Nacht und jetzt nicht jetzt so lange vorbei. Das schlechte Wetter, bei jedem Wetter muss man fahren. Ja. Und da kann sich erholen, wenn man auf die Bühne geht, soll man ja, wie vorhin schon sagten, fit sein. Ja. Jetzt eine Frage, die ich glaube, ich will mich nicht rühmen, einen fast sensationellen Anstrich hat. Wie habt ihr euch kennengelernt? Oh, ja. Wie alle Leute, nicht? Ja, das war in Saalfeld zu einem Tanzvergnügen. Ja, und das begann mit einer Verwechslung. Ist er ein guter Tänzer? Ja, naja, jetzt nicht mehr so. Jetzt hat er dich ja sicher. Ja. Also da ist das nicht mehr so. Ja, aber höflich war, höflich. Nicht? War er? Zu dem Zeitpunkt schon. Aha, sehr schön. Wollte mir den Mantel helfen? Und ich sage dir, 4 Nummern zu klein. Das gleiche Modell. Und damals warst du, wie wir gesehen haben, sehr schlank warst du damals. Ja, sehr schlank. Ja, ja. Aber ich hatte die Minimode mit dem Mantel eröffnet. War auch so kurz, nicht? Also er war viel zu klein. Aber wir konnten zurücktauschen. War verwechselt, zurücktauschen. Ja, konnten zurücktauschen. Ja, mit diesen Verwechslungen ging es bei uns weiter. Denn als wir geheiratet haben, gab es eine Verwechslung mit dem Trauzeugen. Vielleicht erzählst du das. Wir hatten beide die gleichen Hüte, also die gleichen Modelle. Aber der Kopf von dem Trauzeugen war ein bisschen kleiner. Was mir gar kein Wunder ist, nicht? Ja. Aber können wir auch zurücktauschen. Ja. Ja. Aber ich glaube, jetzt tauscht er nicht mehr, ne? Nein, jetzt tausche ich nicht mehr. Ja, ich bin die Leni glücklich. Nicht mehr. Die Leni tauscht er nicht mehr. Die Leni nicht mehr. Also nicht, dass ich meine Leni habe. Na, es ist so schön, wenn man unter Künstlern, wenn man mal sagt, Künstler sind solche, hätte Datei. Also ein Ehepaar sieht ein Liebespaar, das sich gegenseitig hilft und sich gegenseitig auch denkst doch, ne? Promotiert zu besser leisten. Was war jetzt? Ist schon gut. Ja, wir hatten Geschichten einer Ehe gemacht, aber keine Intimsphäre. Ne? Also, nein. So, liebe Leni, du hattest, als wir die Sendung, welche Kamera? Die, ja? Als wir die Sendung besprachen, hattest du den Wunsch, einen Gast begrüßen zu können, hier in unserem Studio, der doch deine künstlerische Laufbahn nach dem Willi Weidner, kann man das sagen, weiterhin mitverfolgt hat. Und er ist heute hier. Ich begrüße recht herzlich Wolfgang Röder. Guten Abend, Wolfgang. So,
Entschuldigen Sie, wenn wir uns hier auf die Treppe setzen, aber das war ein echter Regieeinfall. Und darauf wollen wir nicht verzichten, wir haben nicht zu viel. Und Sie, Wolfgang, wenn man Wolfgang Röder hört, und das böse nicht böse, nein, sicherlich im Gegenteil, das war schon ein bisschen wieder so Koketterie, denk mal an die Brummers. Ja. Und da gibt es die Frage nach vielen, vielen Jahren des Erfolges, was ist mit den Brummers? Sie gibt es nicht mehr. Nein, das stimmt. Jeder ist jetzt in eine andere Richtung gegangen. Also unser Hans ist glückstrahlender Rentner. Wir grüßen ihn mal. Hallo. Hans. Ja, Hans. Rentner weiter. Das ist immer herrlich, wenn wir auch mal winken. Ja, ja. Wir winken. Ja, und dann müsste ich vielleicht, unserem Erich noch zuwinken, denn der hat einen ganz anderen Job übernommen. Der ist, er war ja immer unser Kfz-Boss, da hat sich immer um unseren Bus gekümmert. Und der ist so, na, wie soll ich sagen, Fuhrparkleiter ist er jetzt in so einem kleinen Betrieb, aber ein sehr wichtiger kleinen Betrieb, wird sich im Sommer wieder bemerkbar machen, für Eispulver. Na wunderbar, ja. Quellennachweis? Ja, das machen wir lieber nicht. lieber nicht. Ja, ihr hattet dann also damals diesen Todesfall und ihr habt euch damals bei eurer Gründung, das war wann? 51 im Januar. 51. Hm. Ich finde das so ganz toll bei der Entwicklung heute bei Bands und bei Orchestern. Ihr habt euch vorgenommen, ihr vier bleibt zusammen, entschuldige, wenn ich das sage, wie die Musketiere, waren es vier, ja? Also wie die Musketiere bleibt zusammen, wenn jemand, ich habe im Moment drei gedacht, Entschuldigung, ist im Leifig, ist im Leifig, ja. Und ich habe gesagt, wenn irgendwas passiert, einer aussteigt, dann kein Ersatzmann, Nachfolger, dann hören auch die vier Brummers auf zu existieren. Genau so. Und genauso konsequent. Das war vom ersten Tag an Beschluss und dass es 26,5 Jahre gegangen ist, das ist an sich mit Glücksumstand schon gerechnet. Ja. Ja, unser Wolfgang hat ein Büchlein in der Hand. Ach ja, hast du gewünscht, dass ich das habe ich mir gewünscht, weil mich das fasziniert hat, wenn wir unterwegs waren. Manchmal waren wir, ich konferiert habe, die Brummers waren dabei. Da sah ich immer, wie der Wolfgang nach der Vorstellung ein Büchlein nahm und anfing zu schreiben. Ich dachte immer, gibt der Berichte oder was macht denn der da? Bis ich festgestellt habe, jede Vorstellung hat er mit der Akuta. Also das Fremdwort fällt mir nicht ein, also mit der Besessenheit eines Buchhalters, das hat man nicht geprobt, Entschuldigung, also das, mit der Besessenheit eines Buchhalters hat er jede Vorstellung eingetragen. Ja, jede Vorstellung. Obwohl ich überhaupt kein buchhalterisches Talent habe, das ist ein Hobby. Naja, aber du bist schon sehr ordentlich, denn ich habe gesehen, wie du immer heimlich meine Garderobe nachgeräumt hast und so. Also du bist schon sehr, ein sehr ordentlicher Mensch. Und sinnloses Unterfangen. Gebe ich zu, es hat nicht gefruchtet, aber es hat im Moment eine Freude gemacht. Ich bin immer heimlich rausgehabt und gedacht, lass dem Jungen ein Erfolgserlebnis. Also, wir wollen bloß mal jetzt mal, um es kurz zu machen, denn du bist ja, Leni hatte ich ja gewünscht, ich entschuldige, das wäre das langweilig. Wir hatten vorhin mal eine, ich habe das wieder vergessen, eins rausgesucht, die 3000, warte mal, ich sag's mal, ich habe es ja im Kopf, das war die, wo steht das? 5.399. Vorstellung. Ich habe es verhalten, weil es ja gebildet. Also, 399 Vorstellung. Und das, wir haben, glaube ich, auch die Kamera von hinten, hältst du das mal so hoch? Können wir das sehen hinten? Ja, ich muss erklären, da habe ich ein Zirkuszelt dazu gemalt, weil die LPG dort bei Regenwetter hatte, die so ein Zelt hingebaut. Und wo war das? Das war, das wäre in Groß-Rosenburg. Das liegt in Magdeburg. Das habe ich geschrieben. Aha, gut, ja. Du staunst, dass ich noch so nah dranbleibe. Ja. Und dann habe ich eben eingeschrieben, welche Titel wir gesungen haben und so weiter und so fort. Naja, war ein Hobby. So, dann danke ich dir. Ach so, was macht Wolfgang Röder? Entschuldigung, jetzt haben wir über deine Kollegen gesprochen. Du machst also. Ja, ich bin im Programm mit Hans-Günter Werner Sextett. Ja. Und dort konferiere ich, singe auch. Also, ich will lieber bei Brummen bleiben. Das ist besser. Und na, dann schreibe ich Texte und dann habe ich noch so eine schöne Aufgabe, dass ich so ein bisschen Nachwuchs mit heranziehe bei der Generaldirektion. Aber das machst du ja genauso. Ja, das ist ja wichtig. Das ist ja direkt lebenswichtig für uns, dass wir uns um den Nachwuchs kümmern. So, jetzt. Wir werden ja auch immer älter. Ach, hören Sie, denken Sie doch, was Sie wollen. Also, das ist ja, Wolfgang, ich danke dir für dieses kurze Treppengespräch. Du bist der gewünschte Gast von Leni und ich möchte dich also jetzt, die guckt ja schon so richtig sehnsüchtig hier. Pass auf ihn auf, der ist sehr kräftig. Leni, entschuldige.
dass ich dich doch etwas lange hier habe. Nee, eigentlich ist das Rapportbuch für uns ein gewisser Aufhänger, denn ich weiß, als wir uns kennenlernten, da habe ich plötzlich dich bewundert, dass du nämlich so etwas Ähnliches gemacht hast. Ja, du hast ein bisschen anders geschrieben als ich, also handschriftlich mehr festgehalten. Ich stand für sauber. Ja. Sag mal, wir haben uns ja nun also vor ungefähr 17 Jahren kennengelernt. Ja, 62, genau. Und damals hatte ich den Plan, dass du ein Jahr zu uns ins Programm kommst. Und dann hast du mich 5 Jahre auf dem Hals. Ja, so kam es aus, war wirklich eine Zeit. Sag mal, ich meine, du warst ja damals so, ich erinnere mich da noch genau, du warst ja so eigentlich bei uns die Tourneemutter, nicht? Aha. Und Nachtigall, ich höre dir trapsen. Wieso? Ja, fehlt irgendwo ein Knopf, wa? Nee, das muss ich ganz kurz erklären. Das war nicht wirklich so. Kurz vor der Vorstellung war mir hier oben ein Knopf abgegangen. Und ich sagte, Leni, kannst du den mal annehmen? Sagt Leni, selbstverständlich, brachte die Hose wieder. Kurz vorm Auftritt, der Knopf war nicht dran. Und da habe ich geguckt, da hat sie den an die Kniescheibe angenäht. Und hat gesagt, du musst mir sagen, wo ich ihn ansehen soll. Also, das zur Tourneemutter. Aber kannst du dich noch so entsinnen, wir hatten doch mal, wenn wir so abends für ein Tournee kamen, da haben wir plötzlich im Bus gesagt, wir treffen uns heute Abend alle um den die Zeit so, dort im Zimmer. Ja. Und da wusstest du genau, da machen wir Waschtag. Heißt Reinigungsgespräch. Ja. Nicht? Ja. Ui, da ging es manchmal ganz schön hart zu. Ja. Ja, die Brummers haben nämlich nicht bloß draußen die Missstände im Alltag kritisiert, sondern auch uns und sich selbst. Und das war eine ganz große Klasse. Wusste man gleich, wo man dran ist. Man wusste, in der Darbietung ist das oder das nicht. Aber auch menschlich kriegt man da manches hingeknallt. Ja, du bist ja jetzt in einem anderen Programm. Sag mal, macht ihr das auch? Nee, leider nicht. Nicht. Bedauere ich sehr. Also ich finde, das sollte man wieder aufgreifen. Das ist eine gute Sache. Ja, und wenn wir dann so nach Hause gefahren sind, ich glaube, das war doch ein entscheidender Schritt, der überhaupt zu unserer Zusammenarbeit geführt hat. Wo willst du hin jetzt? Naja, wenn wir nach Hause gefahren sind, war es ja meistens finster. Da konnten wir ja nicht die Landschaft angucken. Und da haben wir dann immer so gesponnen. Das ist wahr, ja. Da hat, ich weiß nicht noch genau, da hast du damals so eine Schallplatte hast du da gemacht. Ach, ja, so kommt da mit dem Eulen. Oder so ähnlich. Mach mal. Darf ich um den nächsten Tango bitten, süße kleine Frau? Ja, das ich glaube aber, das war so der Aufhänger. Dort haben wir nämlich so erkannt, die Leni kann nicht bloß Kinderstimmen imitieren, sondern die kann auch konferieren, sie kann auch parodieren. Und wir hatten doch damals ein Programm. Ja, Moment mal, das konnte man ja auch bei euch. Wenn man irgendwie neue Ideen anbrachte, Romers haben alles gleich aufgenommen und verwendet. Und das war gut, nicht? Man konnte alles mal ausprobieren. Und das war eine gute Schule. So ein Tourneeprogramm ist überhaupt eine gute Schule. Naja, vielleicht ist damals auch der Gedanke entstanden, wir hatten damals in Halle im Steindorf Varieté. Hatten wir doch so ein Milieu. 15 Jahre Brummers. Ja, im Rahmen dieses Programms, stimmt. Ja. Und da hatten wir Althalle eingerichtet als Bühnenbild. Und da kamen dann die Größen der 20er Jahre. Ja. Otto Reuter, den machte ich damals. Ja. Dann hatten wir so einen Gesangsverein da. Und da machten wir vier. Und dann, dann kamst du nämlich. Und die Leni machte seinerzeit dann die Claire Waldorf. Ah. Hier, Hermann hieß er, ne? Hast du den Text? Hättest du jetzt noch drauf? Ungefähr. Ja. Jetzt noch ein bisschen überschämter. Nee, ich frage ja bloß. Wenn ich jetzt sagen würde. Ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, würdest du dir jetzt zutrauen, jetzt hier so in der Öffentlichkeit, das jetzt zu singen? Kannst du ruhig sagen. Also, du kennst mich, ich habe keine Noten. Hast du wieder mal nicht mit mir gerechnet, mein liebes Kind. Röder hat die Noten. Wie ich kenne, ist auch noch ein Pianist. Natürlich, ne? Von der Keule haben wir den da. Moment mal. Moment, also das ist nämlich, das ist eine Gelegenheit, die haben wir dem OF eigentlich zu danken. Ja, das ist wahr, der Herkuleskeule zu sein. Erstmal der Herkuleskeule zu sein und zweitens, dass wir zu diesem Zeitpunkt hier aufdringen können. Den darfst du nicht vergessen, wir leben jetzt noch so in dem Alter, wo wir beide noch telegen sind. Ja, und da würde ich jetzt sagen, OF wird nichts dagegen haben, wenn ich dich jetzt auf die Bühne bitte. Aha, das ist die Bühne. Ja, gut. So ungefähr. Hierhin. Und ich sage dich, sag dich ganz offiziell an. Aha. Sie hören jetzt Leni Staats alias Claire Waldorf. Oh, na, das wird was werden, was? Wie der Mann knutschen, drücken, kissen kann. Dorfjänger kenne ich schon viele, aber so schnell kam zum Ziele keiner noch. Ja, der ist Mister, Harmonister. Dessen Sehnsucht ist gestillt, erst wenn ganz verknautscht, verknüllt.
meine Blusen, meine Röcke, bloß von wehen Liebeszwecke. Ach, in so was ist am meisten. Am meisten. Am meisten. Am meisten. Er ist treu, er hat keinen Nebenbein. Ich bloß kann sein Herz rühren, den tut keinem ja verfehren. Er verachtet so ne Beste, arme Nächste, arme Nächste, arme Nächste. Auch zum Ball führte er ne neulichen Mal. Der kann wackeln, knicken, schieben, raff und rum, mal hier, mal brieben. Mit die Knie manchmal stößt er. Hermanista, Hermanista, Hermanista. Was haben Sie hier gesagt? Danke. Das ist die Überraschung, wie das ist gelungen. Ja, ich danke dir, ich danke dir. Ich muss mal wieder auf das Kreuz hier stellen. Liebe Claire, liebe Leni, das war so lieb von dir, dass du das auch noch gemacht hast. Wir haben gesehen, du bist so sehr vielseitig und der Wolfgang und ihr werdet noch was Gemeinsames sicherlich entdecken können. Wir müssen uns aber nun verabschieden in dieser Sendung. Vielen Dank unseren Zuschauern hier im Saal für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffentlich haben Sie so viel Freude wie wir bei der Arbeit. Ihnen alles Gute, alles Schöne. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie der Unterhaltungskunst treu. Wenn es Ihnen gefallen haben sollte, schreiben Sie ruhig mal ein Paket. Vielen Dank an den fleißigen Helfern unserer Technik, unseres Tons und all der Bühnenbilden, alle, die dort, Gewerke heißt das hier in der Fachsprache. Vielen Dank unseren Gästen aus Saalfeld, Herrn Staats. Vielen Dank der Herkuleskeule. Alles Gute euch auch und auf Wiedersehen, meine Damen und Herren. Und wie gesagt, bleiben Sie der Unterhaltung Kunst treu. Vielleicht sehen wir uns mal wieder mit einer ähnlichen Sendung. Also dann bis zum nächsten Mal. Schönen Dank und guten Abend. Danke.